kannst du einmal noch mal kurz stoppen? Ich drehe den einmal zu dir mit dem Akku. Starten Sie nun die Motoren, indem Sie beide Hebel in die unteren Ecken lösen. Lösen Sie die Hebel wieder, sobald die Motoren rotieren. Warten Sie, bis sich die hinteren LEDs von langsam gelb blinken auf langsam grün ändern. Um ein gutes GPS-Signal zu bestätigen. Grün. Aber da ist irgendwas rot hinten. Oh. Ich sehe grün. Ja, aber hier hinten ist was rot. Okay, die blinken. Ach, da vorne ist rot. Aber das ist normal, ne? Das kann sein. Ich vermute mal nicht. Die dürften wohl, wenn, dann müssten die wohl wahrscheinlich ähnlich wie das bei kleinen Drohne war beim Jörg. Du wirst wahrscheinlich alle grün zeigen, damit die genau wirklich gleich laufen. Er hat ja gesagt, wenn die Kalibrierung richtig ist, hat alles richtig bis jetzt. Okay. Stoppen Sie die laufenden Motoren niemals während des Fluges. So. Drücken Sie nun langsam den Gashebel nach oben, um abzuheben. Boah, die gibt aber ganz schön Gas, kann das? Am besten nur einen Trampolin abstürzen lassen, wenn. Junge, genau mittig. Jawohl. Bombe der Mann. Ja, fantastico. Ne? Ja.